Jo Leute, was geht? Hier ist Basti von Zombies Germany mit einem neuen Tutorial zur Zombieswipe Origins. Und zwar diesmal, wie man mehr als 5 Perks bekommen kann. Bis zu 9 Perks. Also wie man 9 Perks bekommen kann. Das ist relativ easy. Und zwar braucht ihr dafür die goldene Schaufel. Die bekommt ihr dadurch, indem ihr, ich glaube, so circa 50 normale Gräber ausgrabt. Und dann bekommt ihr die automatisch. Dann müsst ihr nur noch ein Zombieblut finden und über die Map laufen. Und dann nach so roten Grab Plätzen suchen. Dann grabt ihr und dann seht ihr, kommt da so eine Perkflasche und dann denkt ihr, also passiert erstmal gar nichts, also nicht wundern. Dann lauft ihr wieder zum Perk, den ihr euch kaufen wollt oder halt zu der Wunderfitzkugel und könnt euch dann halt einen fünften Perk kaufen. Und wenn ihr das dann halt mehrmals macht, da wo ich jetzt hingeaimt habe, da ist noch ein Spot. Und das ist eigentlich überall auf der Map verteilt, da gibt es eigentlich über viele Spots, also gibt es jetzt nicht nur ein paar Spots, sondern ich denke, es gibt, ich glaube, es gibt sogar 9 Stück oder so. Also, ihr werdet schon welche finden. Also, einfach wenn ihr im Zombieblut seid, ein bisschen umgucken nach diesen roten Feldern und wo ihr dann halt einmal so ein rotes Feld ausgegraben habt, da dann halt nicht nochmal gucken, weil ihr das schon also verbraucht habt. Also, rumlaufen, nach den Feldern suchen, ausgraben, Perkflasche aufnehmen und dann habt ihr bis am Ende des Spiels, auch wenn ihr down geht, habt ihr einen Slot mehr sozusagen. Ihr kriegt dann keinen Perks und habt dann halt einen Slot mehr. Jetzt seht ihr am Ende des Videos, laufe ich zu dieser Wunderfitzkugel und sonst steht da ja, sie haben bereits 4 Extras und jetzt kann man halt trotzdem noch kaufen. Ist jetzt ein bisschen bitter. Jetzt bekomme ich Quick Revive, eigentlich richtig lucky. Bekomme Quick Revive, ihr seht, ich habe 5 Perks und gehe direkt down. So. Und so bekommt man halt 5 Perks, einfach goldene Schaufel im Zombieblut. Nach diesen roten Spots suchen und so kann man bis zu 9 Perks bekommen in einem Spiel. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und wenn ihr Ideen für Challenges habt, die ich machen könnte, weil jetzt mache ich noch ein paar Gameplays, wird bald kommen. Wenn ihr gute Ideen habt für Challenges, dann schreibt es in die Kommentare. Ich habe selber schon ein paar Ideen. Also schreibt einfach in die Kommentare, wenn ihr eine gute Idee habt. Und abonniert, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Und wir hören uns im nächsten Video. Haut rein.